Ja, ihr wunderschöne Menschen, herzlich willkommen bei einem neuen Max Payne 3 Multiplayer Gameplay Match. Hier haben wir den Modus Painkiller, also Schmerztöter, mit dem Spieler Max Schmerz. Und ich habe mir immer noch nicht die blöden, komischen Sachen runtergeladen, noch nicht das komische hier Max Payne 3 Spielcharakter oder auch den erhöhten Burst-Schaden auch noch nicht runtergeladen, weil ich hatte keine Lust dazu. Ja, weil ich so faul bin. Genau aus dem Grund. Und wir sind 8 Spieler und ich kann gleich mal den Modus Painkiller erklären. Leider, ach, sind wir schon im Spiel drin. Da kann man zielen. Schön. Ah, da hinten ist ein Gegner. Passt. Perfekt. So. Da geht was hoch. Ist aber nicht so wild. Da eine Granate. Auch nicht so schlimm. Ah, da hinten haben wir schon einen Spieler. Ah, oh, yeah. Ah. Meine Fresse. Wo bist du denn? Ah. Oh Gott. Ach, hier ist Zielhilfe drin, stimmt ja. In dem Modus Zielhilfe gibt es auch den... Also es gibt bloß in dem Modus Zielhilfe. Mal nachladen ein bisschen. Ich bin gerade nicht verwirrt oder so. Ach, so kann man springen. Ja, schön. Also wenn ich Zielhilfe auswähle, dann kann man den Modus Painkiller ja, suchen, beitreten, was auch immer. Ah, ja, Treffer, Treffer, Treffer. So, wie kann ich gerade schmeißen? Ah, fuck you. Oh, so ein Arschloch. Hey, ich glaube, der spinnt ein bisschen, der Passos, hey. Ah, Passos de la Cruz de la Mercedes. Ja, kenne ich. Sein Vater. War ich in der Schule mit ihm 13 Jahre in der ersten Klasse. Aber keine schöne Zeit, keine schöne Zeit. So. Und um was geht's heute eigentlich? Heute geht's eigentlich um gar nichts. Ich kann B halten. Ach, stimmt, ist ja plündern, hey. Ich habe das jetzt lange nicht mehr gespielt. Ich habe es lang gespielt und dann eben nicht mehr lang gespielt. Also, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Aus welchem Grund bin ich denn verwirrt eigentlich? Ja, ich bin deswegen verwirrt, weil es ist ja so, dass jetzt bald das Max Payne 3 Let's Play folgen wird mit einem anderen YouTuber, mit einem großartigen YouTuber. Mit De Gammel, ja, natürlich. Mit wem denn sonst, außer mit ihm? Es ist, es wird unglaublich witzig. Also morgen wird das aufgenommen komplett. Das ganze Spiel in einem Rutsch gleich mal durchgezogen hier. Und, ach, der ist jetzt auf einmal doch da, oder was? Ja, da ist er doch, und da ist der andere. Ach, was? Ja, und, genau. Also mal kurzes Max Payne 3 Video hier, das mal als Ankündigung sozusagen hier zu meinem Let's Play findet. Ah, wie sie ihn doch an, meine Gott. Ne, jetzt hat sie schon Zielhilfe und dann zielt sie wie ein besoffene Kuh. Mein Gott. Also ich konnte auch mal... Ah, da ist ja ein Gegner. Schieß ihm doch ins Gesicht. Jetzt hat der... Aha, aha, der lebt ja immer noch, hä? Scheiße. Na, zielen ist nicht so mein Ding. Also ich hab dann lieber hier ohne Zielhilfe, weil das gefällt mir nicht so. Aha. Ich bin der neue Passos. Passos de la Mercedes de la Cortez de la Cruz. Genau. Oh yeah. Bullet Time Level 3. Ja, scheiße. Das war ja mal ein Fail, ey. Also da voll verschissen, würde ich mal sagen. Und ich weiß leider auch zum Glück nicht... Wie kann ich da meine nächste Granate schmeißen? Weiß ich. Ah! Schmeiß eine Granate. Oh mein Gott. Also Granate, wie geht denn Granate? Ich weiß ja nicht. RB, was ist RB? Ist das RB? Nee. Nein, das ist nicht RB. Also ich weiß ja nicht, was hier RB gemeint ist, aber das ist auf keinen Fall ein RB. Ich hab keine Ahnung, hey. Meine Fresse, weiß ich es halt nicht, also scheiß mich halt an. So, stirb Arschloch, ich bin der neue Passos und... Also das heißt, alle jagen einem Typen hinterher und der muss sich eben verteidigen und der muss die anderen Menschen töten. Ja, oder auch nicht einem. Au, 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 what the fuck? Geh mir aus dem Weg, zieh fix! Arschloch! Dann bist du dumm. Stirb! Ja! So, jetzt dem Typen mal schön hier ein bisschen. Aber jetzt kommt er und haut mir schon... Ah, yeah, Mann! Oh, Scheißdreck! Ah, hat er mich überrascht, der Blöde. Sven Jiggle Salut Mercedes, dann kurz. Hat er mich überrascht, aber nicht so wild. Jetzt herrscht Krieg. Genau, so muss es sein. So Krieg ist und ich weiß.
Nicht mal, ob ich noch was zu trinken kriege hier. Bullet Time Level 3 wurde von, weiß ich nicht mehr, ausgelöst. Und ja, ich habe das Spiel jetzt ein bisschen gespielt und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Also echt wahr. Es ist ein geiles Spiel. Ich habe eigentlich echt gar nichts zu beschweren, wenn GTA 4, Schmarrn, 5, wenn das auch so sein wird, habe ich eigentlich nichts dagegen, weil es hieß ja, dass hier die geleakten GTA 4 Informationen ungefähr die gleichen Setups haben, also zum Beispiel Autosetups, Waffensetups haben, wie Max Payne 3. Dann ist es schön. Aua, 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 oh mein Gott! Und also ich hätte nichts dagegen. Ich finde Max Payne 3 auf jeden Fall super geil. Ich finde sowieso, Rockstar hat eine sehr gute Arbeit geleistet in der letzten Zeit, im letzten Jahr, halbes Jahr, Dutzend, halbes Jahrzehnt, also letzten paar Jahre etc. Da haben sie gebracht, weiß ich nicht, GTA, ja, GTA 4, Red Dead Redemption, dann die Bully, das Bully-Spiel da mit dem Typen, der in der Schule ist oder so weiter, keine Ahnung. Und also echt super Sachen. Dann noch andere Spiele, wo ich jetzt gerade nicht weiß, leider. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ah, die Gegner haben 465, 56 Punkte. Und das haben wir nicht geschafft, leider. Die Max Paynes haben gewonnen. Und also wir müssen einfach einen. Einer wird immer Max Payne. Und die anderen müssen den jagen. Und wenn wir das nicht schaffen, sind wir scheiße. Ja. Und ja, so ist es. Aber mir gefällt halt einfach sowas besser, so weiß ich nicht. Verdiene Geld, indem du tote Gegner plünderst. Genau, plündern ist auch eine schöne Sache. Aber ich hätte mal gern ein richtiges Spiel, wo einfach echt alles passt. Also ich will alles zerstören können oder halt fast alles, einiges. Ein bisschen was, vielleicht mal eine Laterne. Oder so weiter. Oh, sechster Platz bloß. Na gut. Wenigstens nicht letzter. Letzter, letzter. Ach, ist schon vorbei hier, stimmt. Ja, hier sind die Erfolge wieder. 39% Prozession, Präzision. Und ja, die nächste Runde machen wir noch hier. Hock, nee, ich will hier nach Hook buchen. Das ist schon schöner. Oh, das ist toll. Nee, das ist scheiße. Das ist besser. Ja, also nehmt alle das da. So, ich kann mir meinen Charakter ausrüsten. Ah, ja, stimmt. Hier. Gewicht der Ausrüstung. Oh, ist schwer. Schade eigentlich. Und das ist leicht. Das ist besser. Hier ist es normal. Und da ist es auch normal beim Späher. Also sehr schöne Sachen hier. Muss ich mal genau. Oh, ich nehme mal den Dealer jetzt. Muss ich mal genauer anschauen. Benutzer definiert 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Ja. Unbegrenzte Ausdauer ist sauber. Geringe Ausdauer, unbegrenzte Ausdauer, mittlere Ausdauer, na gut, das passt ja auch. Ich kann mir dann mal die ganzen Sachen anschauen, näher. Ah, die hat mehr Schaden, das ist schön. Mehr Leben, meine ich. Und Avatare gibt es dann jetzt noch, Titel und so weiter und so fort. Ah, Cabo haben wir jetzt gerade freigeschalten, nehmen wir auch gleich mal. Oh, ne, mir viel zu doof, der Titel. Also es gibt verdammt viel, ich werde mal eine extra Sendung dazu machen, auf im Fernsehen. Ja, mit den ganzen Sachen, wo es halt dann speziell für das Spiel gibt, also so Kleinigkeiten und so weiter. Oh, nur noch 5 Spiele, die kommen bestimmt die nächsten paar. 3 Spieler kommen bestimmt noch zu uns. Kann man das hier nach rechts? Geht gar nicht. Ach so, das ist jetzt nach rechts, okay. Ja. Oh, es gibt einen Hardcore-Modus. Hey, geil, ich glaube, da gehe ich mal dann mal ein bisschen näher rein, darauf zu sprechen ein. Entschuldigung. Und. Genau, im Herzen der Favelas gehen wir unseren Weg als Max Schmerz. Ja, den Witz gibt's schon von mindestens 30.000 Seiten, ich weiß schon, aber besser als gar nichts. Also Painkiller, neue Runde jetzt komplett von Anfang an, von 0 bis ungefähr 500.000. Wir schauen ungefähr so aus und es herrscht Krieg. Ah, die Karte kennt man ja. Oh. Ach, schön, ich habe eine Schrotflinte. Na die? Oh, bist du dumm oder was? Oh, ist die scheiße. Oh nee, ich kann nicht zielen. Oh meine Güte. Renn noch mal schneller, hey. Kind. Ah, schießt er! Tot! Oh ja, hier, gib ihm, gib ihm, gib ihm! So, gekillt, Mann. Ja, also das ist nicht so ganz meins. Da ist noch einer drin gewesen. Oh mein, hält die gerade die Waffe schön hier irgendwie in die Seite. Ja, reicht ja auch. Nein, du siehst mich nicht. Jetzt immer noch nicht. Ha, ha, ha. Scheiße.
Also ich, ja, nehme mich gerade absichtlich so wie ein kleiner Idiot. Bloß so, weil es Spaß macht. Ja, meine Pistole, aber die ist nicht so schön. Ach, hier haben wir auch. Können wir auch. Nee, da ist noch ein Gegner, mein Gott. Pass mal auf. Ach, nee, das ist nicht. Ja, dann ist ja gut. So, Ausdauer haben wir jetzt viel mehr als vorher. Ach ja. Mein Gott, lad halt nach, du blöde Schlampe. Das gibt's doch nicht. Ist die zu blöd zum Schießen oder was? Einmal, zweimal. Jetzt kann sie schießen, wenn kein Gegner da ist. Meine Fresse. Also. Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, da spinnt irgendwer, hey. Aber ich nicht. Jetzt geht er rüber, mein Gott. Ausrüsten. Ja, du bist aber cool, ne? Töten, 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 töten. Nahkampf, meine. Ich hätte ihn doch schon fast getroffen, hey. Hey, meine Fresse. Ah, Steuerung, Kacke. Also ich reg mich klar bloß so auf, weil ich echt schlecht bin. Da ist so ein Max Payne. Der sieht mich nicht, das ist gut. Renn einfach, mein Gott, Kind. Nein, jetzt ist er da unten. Jetzt ist er da oben. Wow, yeah, Mann. Das war ja mal geil. Oh yeah, fünfmal Max oder Passos erledigt. Ja, schön hier. So, Leiche plündern gibt auch schön Punkte. Ah, wir verlieren aber gerade. Also, die Klasse, die gefällt. Muss ich mal fast die Klasse wechseln, die Ausrüstung wechseln. Spitzel. Na doch, warum nicht? Mal alles ausprobieren. Hier geht's spitz zur Sache. Ja, hier schöner der Ding-Modus. Ach, was ist ein Gegner? Ach, schön. Na, das war eigentlich ganz einfach. Also, es war jetzt nicht so viel. Ach, und da habe ich hier doppelt 30 Magazine. Oh, yeah. Ja, das ist ja voll einfach als Max Payne. Ja, leck mich doch am Arsch. Hey, hallo, das ist ja mal einfach, oder? Also, hier durchrennen und Ding oder was? Nein, ich muss mich hier in Deckung begeben. Mal hinter mir schauen, ob da was kommt. Nein. Ah, ja, da kommt doch was. Scheißdreck. Verkackt. Aber mein Gott, also. Wir haben jetzt noch viel angerichtet, mindestens drei Kills. Ah, wir sind in Führung, wunderbar. Oh mein Gott, kletter halt drüber. Blöde Kuh, kann doch gar nichts. Jetzt haben wir dabei die kleinere Waffe hier, das MP-Schnellschießwaffending. Und kletter mal ganz in Zeitlupe das Ding hier nach oben, und sind ganz cool. Ich würde erschießen, ne? Oh, ein Treffer, hey, leck mich am Arsch. Hätte ich das nicht geschafft. Wäre der ja schon längst tot. So, ist da hinten irgendwas Böses? Nee, Granate macht nichts. Ah, ja, da. Haben wir hier den. Ah! Mein Gott. Wir jagen alle beide die beiden. Also, es gibt ein Team von unserem Team. Also, das sind wir. Und dann gibt es noch andere in meinem Team, die jagen die auch. Und. Das ist schön so. Genau. Und ich habe jetzt den Typen erwischt, den Passos. Und dann bin ich der Passos. Der hat eine coole Waffe und der hat verdammt viel Leben und so weiter. Bullet Time sowieso. Und wir müssen jetzt, also ich muss jetzt gegen die anderen Typen kämpfen. Und das ist so. So, und da die beiden schön erschossen. Nee, da kommt auch gleich einer raus. Aber da könnte auch einer. Ich gebe mir hier ein bisschen Deckung. Ah, der sucht mich gerade. Mein Gott. Töten doch hinter dir, Scheißdreck. Also. Und jetzt ist der Passos. Passos und Max Payne arbeiten zusammen und das ist schön. So, und jetzt haben wir hier unsere Maschinenpistole, die eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und ich mache mich immer auf die Jagd nach dem Passos. Das ist das Spielprinzip und so geht's hier auch rum. Dem Typen plündern, das gibt jetzt ein bisschen Geld. Und Erfahrungspunkte. Wir verlieren aber schon wieder, hey, das ist aber nicht schön. Ins Gesicht. Nein, Dreck. Leider sind die beiden echt gut bewaffnet, haben es echt gut drauf und mein Kaffee fällt jetzt gleich um. Ist auch nicht so schön. Ja, ich habe ja Kaffee dabei jetzt gerade, wie schon gedingst. Das ist so ein ganz schlechter Kaffee hier. Also, der hat so voll, also eine, ja, eine Tasse Ding, Flasche, hat so voll Espresso wie drei Flaschen, Tassen, nochmal eine Flasche Kaffee. Ja, genau. Ja, Hardcore. Ist der immer noch nicht tot oder was?
Ah, ja, okay. Jetzt ist der Passus, der muss unter mir sein. Das ist aber ganz toll. Da ist er. Nö, ist er nicht. Ist er doch? Ist er. War er. Scheiße. Ace Vamp ist Max Payne. Wo sind sie alle? Und wir sind auf der Suche eben nach den drei Visionen. Das ist das ganze Spielprinzip und das gibt auch Leben und so weiter und so fort. Genau, aber wo? Ah, da hinten ist er. Ich habe ihn gesehen. Da hinten, da ist er drin. Ja, es hört aber jetzt hier, also. Nein, das ist also mein Schuss, das geht nicht durch Ding hier durch. Also nein, nie im Leben. Hey, Arschloch. Ah, wie komme ich denn darauf, dass ich durch Glas schießen kann? Also ich Vollidiot, ja? Ich hole Nuss, ich hole. Hier steht da. Ich bin der neue Max Payne. Schön. Warum auch immer. Wahrscheinlich so ein nachhaltiger Schaden. Keine Ahnung. Wie kann man Schmerzmittel nehmen? Ich weiß gar nichts. This was a bad time to be behind the pace. Yeah! Spring Move! Das war der brutal geile Spring Move. Und ich bin brutal schlecht als Max Payne. Ich weiß gar nichts. Ich kann nicht mal mein Schmerzmittel einnehmen. Warum auch? Also. Ja, ziemlich überflüssig. Braucht man ja gar nicht. So, mal kurz hier. Ah, da haben wir schon den Passos. Scheißdreck, war's doch der falsche. Hm. Also so ganz hier will ich's nicht schaffen mit meiner Ziel-Action. Also ich bin schon ein bisschen schlecht in dem Spiel. Es macht verdammt viel Spaß. Aber ich bin auch verdammt schlecht in dem Spiel. Muss man auch mal dazu sagen. Headshots, Bitch, Headshots. Na, oh, lad doch nicht nach. 30 Headshots, jetzt muss ich nachladen, ne? Oh mein Gott, ey. Wie kann ich Granaten schmeißen? Nein. Yeah, Mann. Fett reingelaufen, die Scheiß. Kackbratze. Ist mir echt sehr schön hier in die Kugeln gelaufen. Ah, nee, das war's nicht. Wie kann man Schmerzmittel nehmen? Ich weiß es echt nicht. Wir sind jetzt schon fast vorbei. Also die Runde ist fast vorbei hier wieder. Leider. Ja, die ist tot. Bast. Hinter mir ist einer, macht nix. Ist es doch nicht? Gut. Ah. Ja, wo standen jetzt die? Ich glaube, der spinnt ein bisschen her. Also, der hat schon mal hier einen Rad locker. Eins oder zwei. Und es gab ja noch irgendeine Klasse. Es gab noch den Späher, gab es. Also auch sehr schön hier. Mal kurz was testen. Nehmen wir mal den Clip hier. So. Jetzt können wir mal den richtigen Max Payne jagen. Wie gefällt... Oder habt ihr das Spiel überhaupt, Max Payne 3? Das wäre auch mal sehr interessant zu wissen, finde ich es zumindest. Also mich interessiert es schon, ja. Also wirklich, wirklich, wirklich. Mich interessiert es sehr, ob ihr Max Payne 3 besitzt oder nur anschaut. Wenn ihr es besitzt, seid ihr besser oder schlechter als ich? Ich glaube, man kann, also man muss schlechter sein als ich. Also, ja. Und habt ihr das Spiel Max Payne 3? Und wenn ja, auf welche Konsole oder auf welchen Gerät? Es gibt ja PS3, es gibt ja Xbox 360, wie ich... Ah, Bitch! Und es gibt ja auch zum Beispiel hier PC, aber da gibt's ja Fehler. Da gibt's ja einige große Fehler. Und habt ihr, wenn ihr das Spiel auf PC habt, Probleme damit, das zu installieren? Und schafft ihr es oder schafft ihr es nicht? Arschloch, Kackbratze. Ah. Ich hab ihn doch fast getötet, mein Gott. Aber fast, gell? Hätt's fast geschafft. Ah, verloren. Schade, schade, schade. Ja, neuer Rang Level 5. Wunderbar, wunderbar. Wir sind gefördert worden. Und ganz viele Erfolge auch noch geschafft. Wunderbar. Der Robjob 09 ist es geworden. Der beste Spieler. Und wir sind scheiße. So, den zweiten Teil gibt's nicht. Es gab schon zwei Teile. Deswegen sage ich mal einen fetten Fang fürs Zugucken. Schön dir noch. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt so schön. Tschüss.